So, jetzt haben wir uns so lange durchgekämpft. Jetzt wollen wir endlich was programmieren. Denn bisher habe ich ja nur so ein bisschen in der RabbitMQ-Oberfläche herumgebastelt. Und Sie interessieren sich wahrscheinlich doch dafür, wie wir da jetzt mit dem Java-Programm Nachrichten reinschreiben und rauslesen können. Und das ist jetzt Thema dieses letzten Videos. Ich baue jetzt erstmal nur das Hello World-Beispiel. Ich glaube, das reicht dann wirklich für diese Woche. Wir machen nächste Woche dann noch ein paar Message-Patterns und ein bisschen was Anspruchsvolleres, je nachdem, wie wir mit der Zeit hinkommen. Also jetzt erstmal das Hello World-Beispiel. Wenn Sie ins RabbitMQ-Tutorial reinschauen, werden Sie da ziemlich ähnlichen Code finden wie den ich Ihnen jetzt hier zeige. So, damit wir mit Java arbeiten können, brauchen wir zunächst einmal die Client-Bibliothek von RabbitMQ. Da kann man googeln. Sie kommen dann ungefähr auf dieses hier: Compile.com RabbitMQ AMQP Client in Java. Und das ist die Bibliothek, die wir einbinden müssen. Wieder über dieses Maven Repository. Ich mache hier mal die IDE auf. Das heißt, Sie ergänzen also hier diese Zeile, die brauchen Sie. Und dann können Sie mit Java dieses AMQP-Protokoll ansprechen über RabbitMQ. Das ist ein, wie wir gleich sehen werden, also ein Interface, das uns speziell RabbitMQ zur Verfügung stellt. Man müsste mit dem AMQP dann aber auch andere Message Broker integrieren können. Was die Alternative zu dem AMQP wäre, JMS. Aber jetzt machen wir erstmal AMQP. Ich baue jetzt erstmal das Ding, was die Nachrichten erzeugt, und dann machen wir uns ein bisschen klar, wie das Ganze funktioniert. Sie brauchen also meistens, wenn Sie auf solche Produkte zugreifen wollen, eine sogenannte Connection Factory. Connection Factory gleich New Connection Factory. Das ist, schauen wir mal, ob er die importiert. Genau, das heißt, wir haben hier Connection Factory com RabbitMQ.Client. Das ist genau das, was wir gerade in die Build.Gradle-Datei integriert haben. Das heißt, das Ding wollen wir haben. Und das Ding sorgt jetzt dafür, dass wir überhaupt mit dem Message Broker Kontakt aufnehmen können. Und jetzt müssen wir dieser Factory erklären, wo unsere Queue installiert ist. Ich habe jetzt alles mit den Default-Einstellungen installiert bei RabbitMQ, also diesen Port 5700 Quietsch haben wir da genommen. Deswegen müssen wir diese Dinge jetzt hier alle nicht einstellen. Auch so, machen wir also die Verbindung auf. Das heißt, wir sagen hier Factory.setURI. Und das vielleicht nochmal ganz spannend. Jetzt nehmen wir also das AMQP-Protokoll. Und jetzt geben wir das Passwort und das Login ein. Guest Doppelpunkt Guest at Localhost. So können wir uns jetzt auf den Localhost verbinden. Wir können jetzt noch sagen, dass der uns erstmal eine Weile verbunden lassen soll, auch wenn nichts passiert. Factory.set Connection Timeout. Nehmen wir mal eine schöne große Zahl, 10.000 oder sowas. Das sind jetzt, nehmen wir mal eine halbe Minute, das müsste reichen. So, jetzt haben wir sozusagen erstmal die Möglichkeit, uns zu verbinden. Jetzt müssen wir uns tatsächlich verbinden. Das heißt, jetzt müssen wir im Prinzip eine TCP-IP-Verbindung aufbauen zu dem RabbitMQ-Server, der ja immer noch läuft bei mir im Hintergrund. Das heißt, ich mache folgendes: Channel, die Connection. Ist ja eine Connection Factory, also könnte man unterstellen, dass es auch eine Connection gibt. Connection. Connection ist gleich, und dann müsste man hier bei die Factory.newConnection eine Connection erzeugen können. Er unterringelt das jetzt, weil ich da die Dinger schmeißen 10 Zilliarden Exceptions, das fackeln wir gleich mit so einem Try-Catch-Block ab. So, jetzt haben wir eine Connection. Was müssen wir jetzt als nächstes machen? Wie gesagt, die Connection ist jetzt die TCP-IP-Verbindung, und jetzt kann man sozusagen über diese eine TCP-IP-Verbindung mehrere logische Kanäle legen. Das heißt, ich kann jetzt sozusagen mehrere logische Verbindungen auf diese physische Verbindung drauf tun. Und das, so eine logische Verbindung mache ich mit dem Channel. Channel. Auch da wieder. Com RabbitMQ Client ist also Channel. Ist gleich, jetzt müssen wir das irgendwie aus der Connection rauskriegen. Punkt Create Channel. Create Channel. Also wir machen einen Kanal auf.
Und was wir jetzt brauchen, jetzt müssen wir sozusagen irgendwie an eine Queue oder an irgendein anderes Ziel rankommen. Und wir wollen gerne, dass der das, diese Queue im Zweifelsfall erzeugt. Also kann man jetzt hier über den Channel jetzt tatsächlich physische Sachen machen. Channel. Ich glaube, declare. Queue declare heißt es. Queue declare. Und jetzt müssen wir gucken, welche Parameter der hat. Den Queue-Namen will er gerne wissen. Das nennen wir mal. Ist es spät? Nehmen wir lieber Spät Q. Ist ja schon spät. Dann soll die dauerhaft sein. True. Dann exclusive. Da weiß ich jetzt nicht so genau. Nehmen wir es mal false, sicherheitshalber. Dann Auto-Delete wollen wir auch nicht. False. Und irgendwelche sinnfälligen Argumente haben wir gerade auch nicht. Null. So, jetzt haben wir also sozusagen eine Queue erzeugt, eine Queue deklariert. So, was wir jetzt machen können, ist jetzt können wir an die Queue versuchen, eine Nachricht zu verschicken. Das heißt, ich mache mir jetzt eine Nachricht auf, das ist dann nämlich einfach so einen doofen String. String Message gleich Nachricht. Ich erzeuge mal gleich mehrere Nummer. Machen wir vielleicht gleich eine Vorschleife vor. Int i. Gleich 0, i kleiner, von mir aus 5000 Nachrichten, das sollte reichen. I plus plus. So, und dann erzeugen wir hier gleich eine Nachricht mit der Nummer. Plus i. Und jetzt wollen wir die Nachricht ja verschicken. Das heißt, jetzt müssen wir sagen, wo war denn das? Das glaube ich. Kann man hier sagen, genau, Basic Publish kann ich jetzt hier sagen. Und bei dem Basic Publish können Sie jetzt sozusagen alle Sachen angeben, die ich Ihnen gerade demonstriert habe. Man kann sagen, das Exchange angeben, den Routing Key angeben und so weiter. Das sind genau die Sachen, die ich Ihnen gerade in der Oberfläche vorgeführt habe. Und wir wollen jetzt natürlich die Default Queue verwenden, weil ich habe ja gar keinen, also ich habe alle Exchanges gerade für die Demo gelöscht, da gibt es gar keinen mehr. Und wir nehmen jetzt sozusagen den namenlosen Exchange und dann ist der Routing Key gleich sozusagen dem Queue-Namen. Das machen wir jetzt Basic Publish. Das heißt, der Exchange gibt es nicht. Das ist der namenlose Exchange. Routing Key ist der Queue-Name. Den hatte ich irgendwie was so spät, ist ja die Spät-Queue genannt. Bevor wir da in Teufels Küche kommen, machen wir gleich Refactor Extract Constant. Die Spät-Queue. Zack. Kann ich nämlich hier gleich meine super tolle Spät-Queue verwenden. Routing Key ist die Spät-Queue. Und was will er noch? Basic Properties ist null. Da wüsste ich jetzt nicht, was ich dem geben sollte. Und die Nachricht ist meine Message. Das kennen wir schon von den Übungen davor. Da den Byte Array will, holen wir uns einfach das Byte Array raus. Da könnte man jetzt den Marshaller zum Beispiel von meinen tollen Patterns verwenden. So, das müsste jetzt so halbwegs funktionieren. Wir werden es jetzt ausprobieren. Wir müssen natürlich noch diverse Fehler beheben. Schauen wir mal rein. Das sind aber meistens irgendwelche unhandled exceptions. Die schaffen wir uns jetzt mit einem, sagen wir mal, unzulässigen Trick vom Hals, indem wir nämlich hier einfach einen Try-Catch drumherum machen. Ctrl-T, Try-Catch. Dann sehen Sie hier schon, da kann jetzt alles Mögliche schief gehen. Das interessiert uns aber alles nicht. Also wenn wir alle Exceptions gleich behandeln, macht es jetzt keinen Sinn, da eine riesen Catch-Veranstaltung draus zu machen. Es sei denn, wenn wir jetzt wirklich die Behandlung von irgendwelchen einzelnen Fehlern unterschiedlich behandeln, dann könnte es einen Unterschied machen. So, das war's jetzt. Das heißt, jetzt habe ich sozusagen eine Endlosschleife, die schickt in meine Spät-Queue-Nachrichten. Und vielleicht sollte er nicht alle 5000 auf einmal schicken, sondern vielleicht, damit wir ein bisschen was zeigen können, machen wir hier noch einen Thread.sleep, dass der nur alle, sagen wir mal, 2 Sekunden was verschickt. So, das war's. Und jetzt können wir das Programm laufen lassen. Und wenn ich großes Glück habe, läuft das Ding sogar. Das heißt, jetzt drücken wir den Startknopf, Run.
So, jetzt ist das Programm gestartet und tut irgendwas. Leider habe ich natürlich keine Konsolenausgabe oder kein Log reingebaut. Deswegen müssen wir jetzt hoffen, dass der wahrscheinlich was Richtiges tut. Aber wir müssten ja jetzt eigentlich beobachten können, dass der in diese super tolle Spätqueue irgendwas reinschreibt. Das heißt, jetzt müssten wir eigentlich nach Spätqueue in der Management-Konsole suchen. Machen wir das mal kurz. Rabbit im Queue Management. Sie sehen, der hat ja schon selber die Spätqueue aktualisiert. Und es müsste eigentlich auch erkennbar sein, wenn ich den refreshe, dass hier bei Ready immer mehr Nachrichten reinlaufen. Ne? Bis der die 5000 Nachrichten voll hat. Und was habe ich dem mitgeschickt? Vielleicht können wir da mal ganz kurz reinschauen. Get Message, immer die eine Message reicht ja. Und der sagt Message Nachricht Nummer 0, hole ich mir 10 Nachrichten. Dann hat er hier schon eine ordentliche Menge erzeugt. So, das war das Thema Nachrichten versenden. Mit einem Hello World Beispiel natürlich. So, was wir jetzt als nächstes wollen, jetzt wollen wir natürlich die Nachrichten konsumieren. Das heißt, jetzt müsste ich als nächsten Schritt einen Consumer schreiben. So, als nächstes schreiben wir nun das Ding, was uns die Nachrichten wieder wegkonsumiert. Da auch hier wieder eine leere Klasse vorbereitet als Consumer. Auch der Consumer muss ja eine Verbindung aufbauen zu dem RabbitMQ. Insofern können wir also den Code zum Verbindungsaufbau eigentlich kopieren. Das heißt, ich mache das mal ganz kurz. Das heißt, auch hier, das Try Catch ergänzen wir vielleicht später. Also hier brauchen wir wieder die Connection Factory. Auch da wollen wir es wieder mit dem Localhost über das Guest-Login einloggen. Wir wollen eine neue Connection aufmachen und ich nenne jetzt mal die Spätqueue. Das ist jetzt unzulässigerweise, aber bevor ich mich jetzt hier verschreibe und das in irgendeiner Katastrophe ausartet, nehmen wir die Spätqueue aus der anderen Klasse. Das heißt, jetzt haben wir hier eine Queue erzeugt. So, das heißt, jetzt haben wir schon mal sozusagen eine Verbindung und was wir jetzt wollen, ist, wollen wir konsumieren. Dazu brauchen wir jetzt eine Funktion, die ist glaube ich ein Channel drin, channel.basicConsume. Da gibt es jetzt auch verschiedene Möglichkeiten, wie wir konsumieren können. Ich habe jetzt mal, das ist aus einer Demo heraus mit der Version hier gearbeitet. Man kann sozusagen hier zwei Callbacks anmelden und zwar ein Deliver Callback und ein Cancel Callback. Der Deliver Callback wird ausgeführt, wenn eine Nachricht ankommt und der Cancel Callback wird ausgeführt, wenn die Nachricht nicht ankommt. Also insofern würden wir jetzt dieses Basic Consume verwenden und dazu braucht man Deliver Callback. Den machen wir schnell. Deliver Callback. Deliver Callback ist gleich Deliver Callback und dann brauchen wir hier sozusagen zwei Parameter, die wir hier ausfüllen können und zwar einerseits den Consumer Tag, den können wir ignorieren, das ist so ein Name, den der Client zugewiesen kriegt als Consumer, also das ist das Ding, was sich sozusagen mit der Queue verbindet, also wir. Das können wir aber ignorieren und die Delivery, die Message ist jetzt das Ding, was wir kriegen. Machen wir das vielleicht mal kurz auf. Message, was können wir da, was können wir den fragen? Da können wir den nach dem Body fragen, da kriegen wir wieder das Byte Array raus und wir können den sozusagen nach so Zustellinformationen fragen, also diesem Envelope, was um die Nachricht herum ist. Also das Delivery ist tatsächlich sowas wie eine Nachricht. Das heißt, wir erzeugen mal einen String, String S. Text ist gleich message.getBody. Das ist ein Byte Array. So können wir hier ein New String, einfach ein Byte Array, aus dem Byte Array einen String erzeugen. Und damit jetzt nichts Besseres einfällt, gebe ich den einfach auf der Konsole aus. SOut Empfang plus Text. So. Das heißt, jetzt haben wir sozusagen Callback implementiert, der immer dann aufgerufen wird, wenn eine Nachricht ankommt, also wenn er was in der Queue hat. So, und jetzt können wir das Basic Consume verwenden. Channel.basicConsume. Das heißt, er will den
Basic Consume verwenden. Das heißt, er kriegt den Queue-Namen. Das war wieder Producer, meine Spät-Queue. Bevor wir es da vertippen, nehme ich einfach den Namen. Dann kann man hier, ich glaube, ein Auto-Acknowledge konnte man noch setzen. Na? Komm mal. True für ein Auto-Acknowledge. Dann soll er hier mein Deliver-Callback verwenden. Deliver-Callback. Und das Cancel-Callback hat auch so eine Handle-Methode. Der kriegt dann nur den Consumer-Tag übergeben. Das kann ich jetzt ganz einfach mit einem Lambda erschlagen. Da müsst ihr jetzt nicht viel Code schreiben. Consumer-Tag. Und die Implementierung ist leer. Also wenn der gecancelt wird, ist mir das wurscht. So. Das heißt, jetzt haben wir uns im Grunde mit dem Wesentlichen schon bewaffnet. Jetzt sind wahrscheinlich wieder alle möglichen Exceptions noch nicht verarbeitet und irgendwelche Checkstyle-Schweinereien noch nicht gemacht. Das heißt, das brauchen wir jetzt aber für die erste Demo noch nicht. Ich formatiere meinen Code mal schön, mache einen Try-Catch drumherum und dann müsste das Beispiel eigentlich auch schon laufen. So. Steuerung, Alt-Steuerung T. Try catch. So, jetzt haben wir hier also das Standardbeispiel. Jetzt können wir das dann mal starten und schauen, was passiert. Und Sie sehen hier schon, mein Producer lief ja schon eine Weile und das hier ist jetzt die Konsolenausgabe von meinem Consumer und der hat jetzt tatsächlich, holt er sich die Nachrichten aus der Queue raus. Sie sehen, es hat da tatsächlich alle Nachrichten, die wir vorher in der Konsole gesehen haben, hat er sich jetzt hier rausgeladen. Jetzt könnte es sein, dass der noch mehr Nachrichten kriegt. Schauen wir mal. Ach so, genau. Ich habe jetzt ein bisschen gemogelt. Ich habe den Producer mal angehalten, jetzt nochmal neu gestartet. Aber Sie jetzt sehen, jetzt hat der Producer nochmal angefangen, neue Nachrichten zu erzeugen. 0, 1, 2, 3 und so weiter. Das heißt, Sie sehen hier zwei Programme laufen. Mein Producer produced fröhlich irgendwelche Nachrichten und mein Consumer consumed die. Also offenbar klappt das Senden und Empfangen parallel. Schauen wir nochmal ganz kurz in die Management-Konsole rein. Schauen wir mal ganz kurz rein. Also der Beleg, dass der über meinen Docker-Container jetzt sozusagen mit zwei Clients verbunden ist. Also habe ich hier zweimal den mit Guest das verbunden. Das sind Producer und Consumer. Jetzt schauen wir uns mal die Queues an. Das heißt, jetzt haben wir die Spät-Queue. Da sind jetzt natürlich keine Nachrichten drin, aber wenn wir uns hier mal die Statistik anschauen, dann sehen wir, der erzeugt immer eine Nachricht und dann wird die wieder verbraucht. Wenn ich jetzt den Consumer beende, dann wird die Queue wieder voller. Das heißt, machen wir das mal kurz. Ich schieße den Consumer mal ab. Consumer ist gestoppt. Jetzt müsste die Queue wieder voller werden. Queue ist spät Queue. Was Sie sehen, jetzt steigt die Nachrichtenzahl hier wieder an. Alle paar Sekunden kommen hier ein paar Nachrichten dazu. Sie sehen, hier ist das aber 7 Nachrichten. Wenn ich meinen tollen Consumer wieder starte, Consumer Start. Dann empfängt er hier fröhlich weitere Nachrichten und leert die Queue jetzt hier wieder nicht. Sie sehen, wenn ich jetzt hier nochmal reinschaue, dann hat er hier die ganzen Nachrichten verbraucht. So, das war das einfache Hello World Beispiel. Komplexere Beispiele kommen, wie gesagt, nächste Woche. Das war jetzt eh schon recht viel Stoff. Also vielen Dank, dass Sie durchgehalten haben. Und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche nochmal wieder.